Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Airborne. Kindem, ja, wir sind immer noch auf der Suche nach Relikten, versorgen uns bei der Gelegenheit so weit wie möglich und nötig mit Nahrung und Wasser. Nahrungstechnisch sieht es ganz gut aus. Wassertechnisch, ja, könnten wir hier so ein bisschen nachtanken. So, das Ding ist geplündert. Hier kriegen wir jetzt, Hier kriegen wir jetzt noch ein bisschen Wasser nachgeliefert. Und das ist natürlich die Frage, ich hatte hier noch so ein paar Anlaufstellen gesehen. Jetzt hier in der Dunkelheit ist da natürlich so ein Problem, hier noch irgendwas zu entdecken. Da hinten ist noch eine. Achso, ich gehe mal hier, ich mach mal den hier. Oder den, schau mal. So, richtig. Die Flieger sind unterwegs. Wasser wird nachgetankt. So, Moment, da sind sie schon meckern, von wegen, wir laufen hier voll. Jo, gut, dann weiter geht's. Hier vorne war, genau, da will ich hin, da muss ich nochmal gucken. Würde ich aber auch hier direkt sagen, hier dreifache Geschwindigkeit, damit wir ein bisschen zügiger vorankommen. Propeller hin oder her. Unser Königreich ist dann noch ein bisschen... Oh. Dann noch so ein bisschen langsam unterwegs. Wie sieht es hiermit aus? Relikte gefunden, sagt er. Ja, gut, dann brauchen wir da nicht zu schauen. Was ist hier mit dem Ding? Auch Relikte gefunden, zu weit weg. Aber der ist eh geplündert. Da habe ich so ein bisschen was gemacht. Warte mal, einen Augenblick mal eben. Jetzt habe ich etwas anderes vergessen. Nee, den wollte ich jetzt auch gar nicht. Da kann ich jetzt hier gerade so ein bisschen hin und her. Hier war doch noch eine andere Geschichte, wo ich mir in der letzten Folge noch gedacht habe, oh, da will ich unbedingt noch schauen. Das ist natürlich blöd jetzt. Warte, oder war da nix? Genau, die kleine Siedlung. Da würde ich mich mal ganz gerne noch ein bisschen umgucken. Hallo? Kleine Siedlung. Wir nähern uns einem kleinen Dorf am Rande des Nirgendwo. Einige Siedler möchten sich uns womöglich anschließen und die Schinderei auf dem Land hinter sich lassen. Siedler sind gezwungenermaßen hart und unermüdlich. Ich erinnere mich an unser eigenes Zuhause, gerade erst verlassen. Schon bald würden sich die Leute hier entwurzelt. Schon bald würden auch die Leute hier entwurzelt werden, genau wie wir. Aus Erinnerungen an die ferne Vergangenheit von Mulu ab, den zweiten Chronisten. So, unbedingt, die wollen alle unbedingt mitkommen. Ist interessiert, aber misstrauisch, wenn einige Sehnsüchte erfüllt werden. Ich rekrutiere den mal, dann... Den nehmen wir auch mit. Also das gleiche, drei neue Leute. Wir müssen, jetzt haben wir 70, für 76 ist Wohnraum vorhanden. So, wir widmen uns unseren Angelegenheiten zu Hause zurück. So, sehr gut. Die jubeln, ich jubel auch. Jede helfende Hand ist natürlich wichtig. Solange ich die hier versorgt bekomme, ist das auch alles in Ordnung.
Versorgung, da arbeite ich jetzt, da arbeiten wir dran, mehr oder weniger. So, wir machen uns mal auf den Weg. So kann dies Kreuzung, wir haben jetzt 22 Relikte immerhin. Und ich hoffe und bete, dass ich jetzt ja so hier alles, was ich hier so links liegen gelassen habe, oder hatte vielmehr, dass ich das jetzt hier alles abgegrast habe. Gerade in die falsche Richtung. Ich war jetzt nicht bewusst, dass der Teil in der Ecke zu finden ist. Bin ich jetzt richtig? Immer noch nicht so richtig. Meine Güte. So weit vom Schuss hier weg? Da hinten ist das. Da ist noch mal eine kleine Siedlung. Das ist aber die, die wir gerade abgegrast haben. Ja. Ich und die Orientierung und dann noch in der Luft. So, wir schmeißen hier mal die Beschleunigung an. Machen aus unserem Königreich ein Turbo-Königreich. Langsam wird Tag. Oh, das ist aber in Ordnung. Das ist noch in Ordnung. Oh. Sehr gut. Einen Augenblick. So, ich mache Normalgeschwindigkeit runter. Ein bisschen Wasser nachzutanken, bevor wir uns dann wieder auf den Weg machen. Ich glaube, Dickicht ist auch noch ein bisschen was vorhanden oder wieder vorhanden. Und die Kreuzung ist immer noch zu weit weg. Ja, ich würde gerne Lehm nachtanken, aber ihr seht selber, ich könnte natürlich jetzt hingehen und versuchen, die Lager da aufzustocken. Vielleicht mache ich das. Eins hier von den dreien, die hier noch angeboten werden. Eins hatte ich schon aufgestockt hier vorne. So, jetzt aber hier, Kandis Kreuzung, jetzt aber mal hier Technologien und so. Wir brauchen den Bauernhof. Zack, bumm, her damit. So, wir fragen nach anderen Dingen. Damit haben wir diesen. Ich erforsche, glaube ich, gerade auch nichts. Das müsste dann... Oh. So, da muss ich hin. So, ich gehe mal davon aus, Ressource. Genau, Bauernhof. Das ist in 8 Stunden hätten wir den. Das heißt, ich habe hier, oder war das Auftrieb? Ne? Das haben wir jetzt auch. Ein bisschen mehr Auftrieb, das ist cool. Und alles andere müssen wir schauen. Für demnächst. So. Was hatte ich gesagt? Wasser, ansonsten Lehm wäre nicht schlecht. Achso, genau. Kriege ich hier Ressource, Lagerung, Lagerhaus. Kriege ich hier so ein Teil hin? Keine Neigungsprobleme. Das hört sich gut an. Dann setzen wir das Teil mal da oben drauf. Gut, macht sich natürlich hier im Bereich Auftrieb jetzt nicht so positiv bemerkbar letzten Endes. Aber was willst du machen? Da müssen wir halt durch. So. Wir versorgen uns mit. Wir versorgen uns mit Wasser. Oh, hier untätig, manchmal. Ha! Okay. Wenn wir sie schon haben, dann sollen wir sie auch einsetzen. Wenn da Leute untätig sind, ja, pff, ja dann let's go. Oh, Moment. Ah, der war jetzt schneller fertig mit seinem... verdammt. Das war jetzt nicht so gut. Moment, Augenblick. Ich muss das abbrechen.
Wir müssen dringendst. Ah, so bevor das hier voll läuft. Kohle? Nein. Hier hin. Und zwar möglichst zügig. In solchen Dingen dann immer zu blauäugig. Beziehungsweise ich sehe dann immer das, was ja am lebensnotwendigsten ist. Und das ist halt nun mal Wasser und Nahrung. Das ist ganz einfach so. Und Leben geht dann mir immer so komplett durch. So, das sollte aber zumindest etwas Leben jetzt hier uns bringen. Und wir sollten jetzt auf jeden Fall in der Lage sein, da so ein bisschen was einzulagern. Das sieht ganz gut aus. Boah, der Mantau. Dann mal ran, dann da. So. Auch hier machen wir mal mit Turbo. 31 verbleiben. Boah. Da geht noch was. Huch, 90. Ich bin auf Normalgeschwindigkeit und ich glaube. Was? Heißt, jetzt können wir auf jeden Fall Wasser noch ein bisschen auftanken. Ja gut, wir sind immerhin schon auf 170. Was habe ich hier unten? Ach, auch nochmal Leben. Okay. Boah, warum auch nicht? So, wir haben jedenfalls einiges an Lehm. Dann kriegen wir entsprechende Lehmziegel. Das ist ganz gut, wenn wir das eine oder andere bauen wollen. Damit uns dann die Ziegel nicht so schnell ausgehen. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Wasser. Und das Dickicht da, das wird dann auch noch erstmal geräubert. Bevor wir uns auf den Weg zu den Hochlanden machen. Wir haben noch 12 Relikte und ich muss zusehen, dass ich da mal etwas mehr drauf achte. Und wir die nicht immer so links liegen lassen. Also ich viel mehr. Ihr habt das ja sofort immer alles im Blick, nur ich nicht. Diese da sind 167. Achso, ja klar, die verbrauchen ja natürlich auch ein bisschen was. Dann sollen sie mal ran. Mit ihren Fliegern. Achso. Mach mal den hier. Ich habe nicht dran gedacht, das zu beschleunigen. Oha. Okay. Alles klar. Auf geht's. Dann eben noch das Dickicht da abgegrast. Ich möchte da wenig allzu viel dran übrig bleiben. Gehe ich mal ganz stark von aus. Noch die Oase im Dingens gehabt. Das soll doch so sein. So, ja, immerhin. Jetzt haben wir wieder Wasser und Mass. Ich sehe nichts. Die Wolke verdeckt hier alles. Oh, wird. Schon über 160. Technologiebaum öffnen. Moment. Jetzt muss ich schauen. Tempo erhöhen? Oder 3-Etagen-Stapelung bei den Wohnungen? Ich würde erstmal ganz gerne. Das ist das andere, ja. Ich glaube, das ist nicht verkehrt, wenn wir diesen Weg gehen, damit ich den Bereich, wo wir wohnen, maximal erstmal da nutzen können, bevor ich da noch
Umbauten irgendwie durchführen muss. Ich glaube, das machen wir so. Sieht hier aus, 166. So, abgeerntet. Gut, so, okay. Ja, dann. Aber da unten ist doch noch. Hey. Leer. Nun gut, wenn die sagen leer, dann ist leer. Dann muss ich jetzt erstmal schauen, wo müssen wir lang. Wir bewegen uns in diese Richtung. Und wir müssen... Ja, ist nicht verkehrt. Wir müssen hier lang. Der Weg ist halt weit, aber da hilft nichts. Dann würde ich sagen, Karte aus. Und wir machen uns auf den Weg. Unbekannte Ruine. Moment. Jetzt wirklich unbekannt oder also ne, habe ich die noch nicht erforscht oder ewige Schmiede. Eine große Schmiede glüht heiß mit bunten Funken, obwohl die nahe Siedlung längst verlassen ist. Die Metallarbeiten sind ebenso farbenfroh wie die Funken, die aus der Esse sprühen. Die genaue Legierung ist ein Mysterium, doch anscheinend können wir mit ihr die Farben unserer... Ach so, so weit ist das. Na ja, gut. Legierung anpassen. Klasse, hier ist nichts mehr. Ich dachte schon, ich habe jetzt hier irgendwas Interessantes gefunden. Da geht es jetzt nur hier um irgendwelche Verschönerungen. In Anführungsstrichen. Hier ist nicht so wirklich was bringen, aber naja, egal. So, in welche Richtung bewege ich mich und wo müssen wir hin? Das sind immer so zwei Sachen, die nicht unbedingt... ausnahmsweise passt es mal zusammen, das ist schön. Sehr schön, okay. Ja, ich meine, es ist eine nette Sache, ne, dass man da so... dass wir da... die Möglichkeit haben... Ich sollte den Bauernhof bauen. Dass wir da die Möglichkeit haben, das Aussehen der Gebäude zu verändern und so weiter und so fort. Das ist ganz nett. So, wir bräuchten... Da habe ich 10 Untätige. Scheint aber egal zu sein, wie man den hier rotiert. Das passt in allen Richtungen. Dann würde ich hier einen Bauernhof hinsetzen. Und einen weiteren da. Erstmal so. Moment. Weg. Könnte man dann hier und hier machen. Augenblick. Das gleiche mache ich hier. Moment. Mal so. Und einmal so. Und bei der Gelegenheit, wenn wir da schon mal gerade dabei sind, dann hier vielleicht noch so eine Latüchte hinsetzen. Da eine und hier eine. So. Boah. Ich glaube, das war ein guter Deal. Haben wir zwei Bauernhöfe, das sollte uns mit Nahrung versorgen, hoffe ich. Ist die Frage, was brauchen die für Ressourcen, mal so ganz nebenbei gesprochen. Die werden ja nicht aus Luft und Liebe, aus Wasser. Aus Wasser, ich habe es mir fast gedacht. So, frisches Ackerland, das auf Samen wartet. Wo kriegen wir die jetzt her? Erzeugt alle 3 Stunden eine Nahrung pro einmal Wasser, die im Anschluss von den Arbeitern in ein Lager gebracht werden muss. Kann mit anderen Bauernhöfen verbunden werden.
produziert Nahrung. Benötigt natürlich etwas Auftrieb, aber wir haben noch ein bisschen Reserve. Damit den verbinden, wie wird kann, wie, keine Ahnung. Achso, wenn ich hier vielleicht jetzt noch einer nebengesetzt hätte, das wäre dann vielleicht die sinnvollere Sache gewesen. Weiß ich jetzt nicht, aber gut. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Möglichkeit, unsere eigene Nahrung zu produzieren, was schon mal nicht verkehrt ist. Und ja. Jetzt müssen wir natürlich darauf achten, dass wir immer genügend Wasser haben. Ja, das ist natürlich die andere Geschichte. Von Luft und Liebe geht hier nichts. Moment, ich bin, glaube ich, ein bisschen zu tief. Ich hänge mit dem Kopf, mit dem Kinn hänge ich hier unten und den Kopf, naja. Die Kamera etwas anders positioniert und ja, jetzt muss ich mit den entsprechenden Gegebenheiten leben. Geht alles. So, ich schaue noch mal schnell auf die Karte. Wir nähern uns der Klippenpforte. Da haben wir schon mal wenigstens einen Teil des Ganzen hier erreicht. Da ist Wasser im Angebot, was nicht verkehrt ist. Dann können wir nämlich schon mal da ein bisschen nachtanken. Hier ist irgendeine Siedlung. Stark, wo ich da jetzt schon aktiv werden sollte. Auf jeden Fall erstmal mit der Geschwindigkeit ein bisschen runter. Und dann würde ich sagen, war es das erstmal für diese Folge. Moment, ein bisschen näher ran hier an unserem Flieger. Flieger ist gut. Ja, war es das für diese Folge. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich danke für eure Begleitung, für eure Unterstützung und verbleibe euch mit besten Grüßen. Euer Opa, der Mr. Nandos. Alles Gute für euch und nutzt und genießt die Zeit.